sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Alice im Wunderland. Ja, Dideldum und Dideldei haben mich jetzt vorbeigelassen im letzten Part. Oh, im letzten Part, weil jetzt ja keine grünen Schweine mehr rumwuseln. Und ich bin immer noch auf dem Weg zum Hutmacher eigentlich. Dazu muss ich zur Mühle. Und ja, mal schauen. Da ist doch ein Wegweiser. Du verwendest nur deine Uhr. Und alles bleibt stehen. Ja, alles bleibt stehen. Oh, hier ist eine Tür. Ja, die kann ich nutzen. Guck mal, ist auf der anderen Seite noch irgendwas gewesen. Ich schau mal. Na, nur so eine Zweigdinger hier. Nee. Ja, prima. Dann würde ich sagen, gehe ich mal durch die Tür durch. Upsala. Und hoffe, die führt mich dahin, wo ich auch hin möchte. Vorsicht, es geht nur in eine Richtung. Ja, das Problem kenne ich ja schon. Das hatte ich im letzten Part oder bin ich in dem einen Raum wieder gelandet. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Ich hoffe, Absalom hilft uns dabei zu entscheiden, ob sie die echte Alice ist oder nicht. Er kann manchmal sehr arrogant sein, McTwist. Ja, da waren wir ja schon, ne, bei Absalom. Mensch, da sind wir doch schon durch. Der hat doch schon gesagt, es ist die falsche Alice, Mensch. Deswegen sind wir doch jetzt auf dem Weg zum Hutmacher. Da hat Absalom uns hingeschickt. Hm, das sieht nicht so freundlich aus, ne? Danger, Danger, Danger. Da vorne ist eine Kiste. Na gut. Dann gucke ich mal. Oh, 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 oh. Das ist nicht so schön hier. Ich werde das immer sehr beeindruckend finden, McTwist. Okay, ich gehe jetzt hier erstmal. Erstmal hin. Und guck mal. Da sitzt doch der Hutmacher. Ich sehe ihn doch schon. Ich möchte aber, bevor ich zum Hutmacher gehe, jetzt hier die Kisten noch machen. Manchmal ist das ja das, wenn du so bestimmte Spielsequenzen erreichst, dass du dann nicht mehr zurück kannst. Und nicht, dass ich die Kisten hier übersehe. Oder vielleicht, na komm schon hier, oder vielleicht irgendeine Schachfigur, ne? Weil unser Merzhase, der hat noch keine weitere Fertigkeit bekommen. Ich hätte ja gern die Grinsekatze eigentlich, ne? Die dürft jetzt dann hier aber ja auch so langsam aber, so langsam aber sicher auftauchen. Weil die ja, auch wenn sie sich ja mit dem Hutmacher, auch wenn sie sich ja mit dem Hutmacher gestritten hat, nee, ich will eigentlich, nee, ich kann ich nur zwischen den beiden wählen, das ist ja auch blöd, ne? So, dümpelt die ja hier rum, ne? Also, ich möchte hier eigentlich, guck mal, nee, zack, zack. Ging denn das noch, dass ich da auswählen kann? Eigentlich, ich dachte eigentlich durch mehreres Drücken. Egal. Ach, guck mal, da oben sind noch ganz viel Zeuggedöns hier. Kisten und... Na gut, ich würde sagen, ich gehe mal zum Hutmacher und guck mal. Hallo, lieber Hutmacher. Du bist da. Nein, ist sie nicht, Hutmacher. Herr Karnickel hat uns die falsche Alice gebracht. Du bist zweifellos Alice. Dich erkenne ich sofort wieder. Na, wenigstens einer. Und jetzt, da du zurück bist, sollten wir uns beeilen. Auf zum Blumertag. Wie bitte? Ab mit dem dicken Kopf. Sie meinen die Rote Königin, Liebes. Du! Ich. Und wer ist sie? Alice. Das ist zweifellos Alice. Die Alice? Lass die Finger von ihr, du Mistvieh! Was ist los mit dir, Tarrant? Bum, dumm, dumm, Slatz! Wie es scheint, störe ich eure illustre Teeparty. Ich glaube, ich sollte lieber verschwinden. Oh, schade. Wir waren früher einmal Freunde, die Grinsekatze und ich. Hassenswertes Geschöpf. Hör nicht auf ihn, Hutmacher. Der Blumertag steht kurz bevor. Ach ja, so schnell? Wo ist die Zeit nur geblieben? Schmollt er noch? Die Zeit lief mir davon, als ich ihn totschlagen wollte, weil du nicht wiederkamst.
kein Ticken seitdem. Aber ich glaube, es wird höchste Zeit für die Zeit zu vergeben und zu vergessen. Da, sie tickt wieder. Unsere Kriegerin ist zurückgekehrt. Jetzt brauchen wir nur noch das Mrutal-Schwert. Nur, ich habe nicht den leisesten Schimmer, wo wir es finden. Ich glaube, ich weiß es. Hervorragend! Schreite voran, Herr Carmichael! Aber ich glaube nicht, dass dir das gefallen wird. Warum denn nicht? Es liegt in den Bandersnatch-Stallungen in Sellers & Grum, auf der anderen Seite der Roten Wüste. Der Bandersnatch? Sellers & Grum? Ich fürchte, ja. Es gibt eine Abkürzung zur Roten Wüste durch die Hütte im Wald hinter dem Haus des Märzhasen, wenn das hilft. Dann auf zur Hütte im Wald! Und wie gelangte man dorthin? Durch die Windmühle. Nun denn, wo bewahrst du deinen Haustürschlüssel auf, Märzhase? Ich hab keine Ahnung. Aber wie kommst du hinein? Ich hab doch die Tür, du Dummerchen. Okay, finde das Mrutal-Schwert ist jetzt das Ziel. Alles klar. Klettere auf das Podest des verrückten Hutmachers. Das mache ich gleich. Jetzt will ich erstmal... Ach, guck, jetzt kann ich da sein. Das ist ja cool. Schade, die Grinsekatze wäre auch noch cool gewesen. So, oder? Da geht's gar nicht lang. Ich will doch hier mich jetzt erst noch umschauen hier. Wo ist mein McTwisp? Die blöden Bäume sind im Weg. Ja, ich kletter da gleich hoch. Stress mich nicht so. Ich will mich erst umgucken. Ja, ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Ich kletter da jetzt mal hoch. So. Ach, der hat hier einen Degen. Alles klar, gut dann. Kann ich hier auch ein bisschen was tun? Und zack. Ja, prima. Dann kletter ich jetzt hier hoch. Drücke Y mit dem verrückten Hutmacher, um einen der gelb blinkenden Gegenstände anzuwählen. Halte Y gedrückt. Bewege LS, um die gelben Gegenstände aufzureihen. Ach so, damit es so... Ach, guck mal. Ja, ich verstehe. So. So sollten wir das betrachten. Wie cool. Das ist ja cool. Cool. Das gefällt mir ja schon wieder, ne? So, guck mal. Jetzt wollte ich aber gucken, da ist doch noch... Ich kann doch hier noch... Oh, oh. Ja, das war so klar. Stein! Trink das! Oh nein! Was machst du? Sei still! Kein Muckser, bis er weg ist. Der Herzbube ist der ärgste Ferkelschemel der Roten Königin. Wenn er dich schnappt, ist dein Schicksal besiegelt. Na, wenn das nicht mein allerliebstes Irrentrio ist. Ich suche ein Mädchen namens Alice. Erinnert ihr euch an sie? Die Königin hat das Gefühl, sie gesehen zu haben. Sie hat Gefühle? Wenn ihr sie versteckt, kostet euch das den Kopf. Den haben wir schon verloren. Hat jemand eine Alice gesehen? Nehmt sie fest und bringt sie nach Sellers & Grum. Die Königin soll entscheiden, was mit ihnen geschieht. Oh, 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 oh. Kann ich mal... Vielen Dank. Okay. Ich kriege ich. Ich will hier nicht festgenommen werden. Außerdem bin ich hier voll die coole Haselmaus hier. Komm her. So ist's gut. Zack.
zack, zack. Achso, es gibt ja immer noch so Sonderpunkte, wenn man zwischendrin im Kampf mal wechselt, oder? Du bist spät dran. Okay, schalte Schweben des Märzhasens frei, okay. Hier, dann nehme ich den noch. Ihr jämmerlichen Narren. Okay, ah, zack. Tick-tack. Und schwupp. Alles klar. Ah, dann gibt's auf alle Fälle eine Fähigkeit, dass der Märzhase die im Kampf schweben lassen kann. Ist ja auch cool, oder? Nicht so fest. Ich wollte ihn eigentlich... Ah, oh, 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 oh. Na? So. Ach nee, ach, jetzt kommt da so ein... Was ist denn mit dem? Der sieht irgendwie... Der hat so Schulterpolster irgendwie, so ungemütliche. Ja. Oh! Pfui! Oh, 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 oh. Ich sammle mal erstmal das Herz da vorne ein. Ich möchte gern McTwisp sein. Ah, okay. Oh nein, jetzt bin ich auch noch gestorben. Ach, scheiße. Dabei gibt es eigentlich Sonderpunkte, wenn man nicht stirbt, ne? Ja, ist egal. Kann ich jetzt nicht ändern. Hier, komm her. So. Aber der geht ja kaputt anscheinend. Ah, 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 ah. Ich muss ein bisschen aufpassen, der stürmt so dann nach vorne. Da sollte ich dann nicht in seinem Wege stehen anscheinend. So, ne? So, upsala. Ja, und ich sagte es noch, ne? Ja, macht ja nichts, ne? Wo ist er denn? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, jetzt aber. Zack. Der hat's doch gleich hinter sich hier. Ja, 4 Kämpfer benutzt, aber ich bin ja leider gestorben, deswegen gibt es dafür keine Bonuspunkte. Mist. Hast du den letzten Ritter gesehen? Wie abscheulich. Er sah aus wie ein Rhinoceros. Oh. Ja, jetzt kann ich hier doch aber mal schauen noch, oder? Da ist noch... Guck mal, da vorne ist noch eine Kiste, die möchte ich gerne noch. Die Katze war hier. Ich kann es riechen. Ja. Aber ich habe die Katze nicht zur Verfügung, deswegen kann ich leider... die Kiste nicht aufmachen, die noch daneben ist. Na gut, macht ja nichts. So, aber ich kann der verrückte Hutmacher sein. Das finde ich auch cool. Schau mal, und da vorne kann ich speichern. Kann ich da irgendwie hin? Hm. Jetzt mache ich erstmal die Kiste auf hier. So, na das hier... Hier kann die Grinsekatze irgendwas machen, aber... Da ist... Und wie komme ich denn da drüben hin? Guck mal, da wäre auch ein Speicherpunkt. Das muss ich echt mal schauen. Hm. Da komme ich ja wahrscheinlich nicht rüber, oder? Ah doch, guck mal. Ich wünschte, diese vermaledeite Katze würde uns in Ruhe lassen. Oh. Ach, er lässt Dinge verschwinden und sich in Luft auflösen. Er ist absolut unerträglich. Ich finde die Grinsekatze cool. Ich finde die total toll. So... Prima, dann habe ich das und da drüben war ich. Ja, dann durch die Tür, oder? Gut. Aber da zum Speicherpunkt, da komme ich nicht irgendwie, oder? Nee. Nee, sieht nicht danach aus. Ja, prima. Gut, dann würde ich sagen, durch die Tür gehe ich dann im nächsten Part. Und ja, ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.